Abstand halten, Falco. Ja, ich habe gerade mit Falco abgesprochen, dadurch, dass wir ja den Zaun gerade gebaut haben, haben wir schon wirklich viel gearbeitet. Und ich habe jetzt einfach mal mit ihm abgesprochen, dass wir eine ganz entspannte, chillige Runde gehen. Er hat sofort nach dem Leckerli gefragt, das nehme ich also mal als Ja von ihm. Viel, viel Ablenkung ist hier, die Scheunentore sind offen, da drin ist Licht an, da steht der Trecker, der steht da sonst auch nicht. Da steht eine Hake an der Wand, also es ist ganz viel verändert hier. Der Anhänger oben bei Sonnenschein spiegelt es sich, wenn er da wirklich dran vorbeigeht. Das ist auch nicht ganz seine Welt. Und mal gucken, was passiert. Ne, Falki? Beste Voraussetzung also für seinen Abschlusstest. Denn morgen heißt es für Falco Abschied nehmen von Hof Eicheneck. Ariane möchte ein letztes Mal wissen, ob sich die lange Arbeit mit dem traumatisierten Wallach gelohnt hat und sie in guten Gewissens in sein neues Zuhause schicken kann. Seine zukünftigen Stallkollegen Börben und Freudentanz sind ihr bereits vorausgefahren und warten schon darauf, dass er auch bald eintrudelt. Kauen wir erstmal aus. Erstmal auskauen. Genau. Und jetzt die hier. Hier, Falki. Oh. Ich weiß nicht, für wen das mehr Gymnastik ist. Für Falco oder für mich, ihn da rumzuholen und sich runterzubeugen. So, links ist definitiv zu lang. Na komm, wir gehen erstmal eine Runde. Gut. Und Scheret. Vor. Huschi, huschi. So ist schön. Klasse. Huschi, huschi. Funktioniert schon mal. Einwandfrei. Ja. So ist schön. Klasse. Prima, Falk. So, komm mal her, die Seite auch einmal. So ist schön. Gut, gut, gut. Alles gut. Einmal drehen. Und zack. Wow. Hallo. Das mit der Tür wollte Falco auch schon immer mal ausprobieren. Bis jetzt lagen die Prioritäten aber noch woanders. Herr Kameramann, oder... Lieber Kameramann, könnten Sie bitte, bitte die Galoppstange 3,50 Meter weglegen? Eine 3,50 Meter lange Galoppstange kann der Kameramann hier aber jetzt nicht finden. Also erstmal weiter schauen, was Falco so macht. Klasse, klasse, klasse. Super, 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 super. Alles gut. Und ich lasse ihn erstmal ein bisschen Schritt gehen, dass er erstmal Spannung abbaut. Fein. Ich dödel mal ein bisschen neben dir her. Ja. So, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mich hier drauf setze wie auf Konrad, dass ich eigentlich an nichts Böses denke. Mhm. Ist aber ein bisschen schwierig. Ja. Ich muss auch, also immer wenn ich so ihn fertig mache und so, denke ich, ja, es ist ja alles gut. Wenn ich dann aber beim Aufsteigen bin, dann denkt man schon so, er könnte jetzt. Aber er macht es halt nicht. So. Nein, ist alles gut. In der Zeit auf Hof Eicheneck hat Falco eine ganze Menge gelernt. Und er hat sowohl zu Ariane als auch zu Gigi sehr viel Vertrauen gefasst. Dennoch ist es bei Veränderungen immer noch so, dass er sich zu Anfang gerne anspannt und dem Reiter das Gefühl vermittelt, dass es gleich unangenehm werden könnte. Passieren tut dann aber tatsächlich schon lange nichts mehr. Die Arbeit mit dem charmanten Wallach ist also alles andere als spurlos an ihm vorbeigegangen und wird ihm hoffentlich auch in seinem neuen Zuhause eine große Hilfe sein. Gut, und hier wird er jetzt immer schneller. So ein normales Nebeneinander hergedödel war mit Falco vor ein paar Monaten noch absolut undenkbar. Jetzt würde kaum jemand auf die Idee kommen, dass seine damaligen Bereiter dieses Pferd lieber zum Schlachter gegeben hätten, als sich jemals nochmal draufzusetzen. Nein, so. Ich glaube, Mama, wir haben die falschen Samen angetippt. Weil da ist ganz viel lila Zeug drin. Vielleicht haben wir das Lila-Zeug angebaut und kein Gras. Ja, das. Gras darf man ja auch grundsätzlich nicht selber anbauen. Ich glaube, da wären die Pferde sehr sauer auf uns. Wir können mal zwischen den Sprüngen durchgehen, ja. Dass wir mal auf den Handwechsel kommen. Okay. Super. Super.
Klasse. Und da wurde er dann ja auch immer lockerer. Was natürlich Fakt ist, ist, der hatte ja zuerst auch Schiss, auch durch das kleine, schmale Tor zu gehen. Mhm. Und das, ne? So, und jetzt sollte er ein bisschen vorweggehen, da blockiert er sofort. Also ich stelle mich auf nicht so entspanntes Reiten ein. Aber gut, da hat sich jetzt aber auch wieder viel verändert. Die Schaufel steht da, diese Palette steht da, der Anhänger ist wieder dahin gerollt, der Sprung ist umgefallen. Guck da. Ein. So, mein Großer. Und dann mal die Seiten immer ein. Ne? Feier, feier. Hey, Mama, machst du das? Ganz große Klasse. Wie machst du das? So. Ja. Super! Ja, wir lassen hier ganz viel Platz. Klasse. Genau. Super. Weiter geht's, gell? Nein, gut. Ja, bei Falco muss man immer ganz vorsichtig sein, was die Hand angeht. Wenn man wirklich die Hand vor dem Schenkel oder zu was dran nimmt. Und das sind wirklich Millimeter nur, dann kommt sofort die Blockade. Macht man ein bisschen zu viel am Bein, fühlt er sich schon unter Druck gesetzt, macht die Blockade. Ja, atmen mal durch. Genau. Auch ich nehme jede Veränderung wahr, nicht nur Falco. So, komm, Falki, komm. Komm, wir probieren mal. Ja, ne, mach mal weiter. Nee. Äußere Hand, äußeres Bein. Sehr gut. Klasse. So, guck mal. So, da muss man immer rucki-zucki so ein bisschen umschwenken, weil er wollte gerade wieder blockieren, nach außen driften oder halt nach innen. Er kann beides sehr gut. Und das muss man jeden Schritt so ein bisschen, ja, vorhersehen, will ich mal sagen. Fein, jetzt möchte er wieder. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, da machen wir aber gar nichts. So, er ist ja immer stehen geblieben und hat gleich so die Anzeichen gemacht mit Krawall nach oben. Und ich sage einfach, wenn er stehen bleibt, mache ich einfach mal einen Moment gar nichts. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht möchte, dass er das Bedürfnis hat, stehen zu bleiben und sofort auf irgendwas reagieren zu müssen. Also bleibe ich stehen und gucke dann, ob wir weitergehen. So, komm. Wenn Falco tatsächlich noch länger auf Hof Eicheneck bleiben wollte, müsste er sich jetzt eigentlich nur voll daneben benehmen. Seine Besitzerin würde dann einer Therapieverlängerung bestimmt zustimmen. Das ist aber weder in Arianes noch Vickys Sinne, auch wenn sie den großen Schimmel doch schon sehr in ihre Herzen geschlossen haben. Vorsichtshalber haben sie Falco von seinem Abreisetermin aber nichts erzählt. Ich merke schon, er hat die Ohren wirklich überall. Bin mal gespannt, ab wann er wirklich abspannt. Fein. So ist schön. Was immer ganz interessant ist, wir kriegen ja nun halt auch viele Kommentare und es sind auch Kommentare dabei, wo dann halt wirklich Vorschläge kommen. Mensch, gerade auf so Longen-Videos, wo er sich ziemlich daneben benommen hat, den muss man erstmal Schlangenlinien reiten, den muss man erstmal so machen, den muss man erstmal vorwärts, abwärts reiten und so weiter und so weiter. Das ist alles ganz gut gemeint. Wer hier noch nicht drauf gesessen hat, der weiß, dass das erste Ziel ist, erstmal vorwärts zu kommen. Da ist überhaupt nicht an vorwärts, abwärts reiten oder mal durchs Gelände oder sowas. Da bringt man nicht nur ihn mit um, sondern sich selber auch. Ja, fein. Super. So, er hat die Ohren schon nach links. Gibt immer ganz schöne Zeichen eigentlich. Dann weiß man schon, aha, könnte passieren, dass er stehen bleibt. Ja. Für Falco ist das vermutlich so eine Art Blinker. Im Straßenverkehr kann man ja auch damit rechnen, dass der Vorausfahrende kurz nach Setzen des Blinkers seine Geschwindigkeit drastisch reduzieren wird.
Ja. Sieht das jetzt so gut aus? Oh ja, sehr schön. Klasse. Hopp, hopp. Toll, Falki. Super. Prima. So, und auch antraben braucht man jetzt noch gar nicht probieren. Solange er hier wirklich noch mehr oder weniger so klemmig ist es noch nicht mal, solange er noch nicht so richtig bei einem ist und seinen Rücken nicht richtig loslässt, würde man beim Antraben nur Probleme kriegen. So, ich sag klasse, prima. So, ich schiebe schön vorwärts weiter, baue so ein bisschen Seitengänge mit ein, gucke, ob er reagiert. So, und bei Falco ist das wirklich, man muss immer schön vorwärts weiterschieben, egal was man macht. Jetzt haben wir dich, ne? Guck mal, dass du dich nicht erschreckst, wenn der Campi springt. Was man halt so springen nennt. Da hatte ich gerade ein Déjà-vu, weil nämlich Frau Friewald mir das letzte Mal erzählt hat, dass Falco seine Bereiterin abgeworfen hat, weil eine Stange von der Hallenbande auf die Erde gefallen ist. Deswegen fand ich das gerade ganz schön, dass Campino da den Sprung gerissen hat. Aber das hat ihn jetzt gar nicht gestört. Campino auch nicht. Klasse. Schön vorwärts. Schön vorwärts. Auf mein rechtes Bein bitte reagieren. Jawohl. Klasse. Geht doch. Und so sehen die beiden mittlerweile auf dem Turnier aus. Ja, fein. Klasse. Und Schritt. Super gemacht. Prima. Ja. Gut so. Super. Klasse, klasse, klasse. Und Schritt. Weiter. Gut gemacht. Super. Klasse. Super. Und Schritt. Nur Schritt. Nicht stehen bleiben. Schritt. Super. Ja, diese Paraden zum Schritt, die kannte er gar nicht. Er kannte wirklich nur Stopp, alle vier Füße nebeneinander sozusagen. Als wäre das auswendig gelernt. Fürs Turnier einfach. Fein. Einen kleinen Unterschied sieht man aber dann doch. Prima! Klasse! Und Schritt, nur Schritt. So schön, war toll! Super machst du das! Und Schritt, super! Also die Momente, die er sonst zum Parken einbaut, die versuche ich einfach vorab zum Schritt zu machen. Und Tirap. Klasse. Hopp, hopp. Und Schritt. Nur Schritt. Gut gemacht. Und jetzt versuche ich ihn mir ganz langsam aufzusammeln. In der Hoffnung, dass er es nicht merkt. Und Tirap. Könnt ihr die einen noch höher machen? Hopp, hopp. Danke. Hopp, hopp. Klasse. Beide Sprünge, bitte. Danke. Super, mein Junge. Klasse. Dass ein anderes Pferd jetzt auf dem Reitplatz ist und auch noch springt, stört Falco nun überhaupt nicht mehr. Zu seiner Ankunftszeit noch undenkbar. Gute Aussichten für ihn und Frau Friewald in seinem neuen Stall, dann auch bald wieder ein ganz normales Pferdeleben genießen zu können. Toll! Prima! So, ist es schön. Klasse! Hier raus!
gut. Das könnte Falco jetzt eigentlich auch noch einmal machen. Tirap. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Naja, nicht ganz getroffen, aber das können die ja auch noch üben, falls Falco irgendwann nochmal wiederkommt. Ja, toll. Nur zum Schritt. Klasse gemacht. Da sich Falcos Springtalent doch etwas in Grenzen hält, obwohl er auf der Flucht vor einem Regenschirm schon mal aus dem Stand über einen Raunpenngatter gesprungen ist, ohne diesen auch nur einen Hauch zu berühren, fragt Ariane lieber noch ein paar Dressurlektionen ab. Schließlich soll ja auch er seine letzte Reiteinheit auf Hof Eicheneck in guter Erinnerung behalten. Fein. Versuche ich mal so ein ganz bisschen locker hier vorne zu kriegen. Vorwärts, komm. Hopp, fein. Hopp, hopp. Ja, fein. Oh, Falki. Toll. Oh, komm hier, dafür gibt's einen dicken, fetten. Toll, toll, toll. Oh, zurückgeholt im Trab, ohne eine Vollbremsung. Ach, Falki! So. So ist schön. Ich bin richtig stolz auf Campi und auch auf mich, aber am meisten auf Campi, weil er hat mich da so sauber durchgebracht. Ich glaube, wäre der jetzt als Einzelner gesprungen mit den zwei Stangen drin, wäre das auch noch nicht so ein großes Problem. Wäre da jetzt noch eine Planke drin oder noch vier Stangen, ich glaube, dann würde ich schon vorher abwenden. In der Reihe ist das kein Problem, als Einzelner Sprung, naja, wir arbeiten dran, Campi. Thank you.
Und so geht eine lange Zeit mit dem wunderschönen und charismatischen Schimmelwallach für Ariane und Vicky zu Ende, an die er sich hoffentlich noch lange Zeit erinnern wird. Falco weiß noch nichts von seiner anstehenden Abreise, aber Ariane wird es heute schwer fallen, ein letztes Mal von ihm abzusteigen. Ja, heute ist der große Tag da. Wir verabschieden uns von Falco. Er geht heute in sein neues Zuhause zu Bourbon und Freudentanz. Ja, und jetzt sind wir erstmal gespannt, ob er den Ernst der Lage erkennt und so auf den Anhänger marschiert oder ob er sagt, ach nö, ich bleib mal lieber hier. Ne? Probieren wir mal aus. Aber ich denke, wir werden über die Route ganz viel Kontakt haben zu allen drei Schimmeln hier. Und ich glaube, da geht es ihm ganz gut. Na prima. Ja, geh mal rein. Warte, meint. Das ist der helle Boden. Komm mal her. Komm, geh mal zurück, Rosa. Komm her. Da musst du hinauf. Komm her. Ja, komm. So ist schön. Komm weiter. Ei, klasse. Prima. Ist alles gut. Passiert ja nichts. Ne? Ist nur das Heunetz. Ja, ich habe noch gar nicht dran geglaubt, dass es wirklich mal der Tag kommt. Das ist schon ein komisches Gefühl. Bin gespannt, wie Vicky reagiert. Für die ist es ja immer sehr schwer. So, so Falki, tschüss! Ja, du kommst in ein ganz gutes Zuhause. Hm? Zu Freudi und zu Bourbon. Thank you.
Das ist ja schon eine lange Zeit gewesen. Du kannst doch jetzt nur nicht die Kamera hier drauf halten. Hallo? Was sollen denn die Leute denken? Die Menschen da draußen, die Pferdebesitzer, Zuschauer. Ich finde noch nicht mal das passende Wort. Ich brauche jetzt mal ein Taschentuch. Ja, nach so ein bisschen Sammlung hoffe ich, dass es jetzt geht, dass ich so einen kleinen Abschluss zusammenkriege. Ja, ich glaube, das geht nicht. Nein, es reicht jetzt. Ja, heulen jetzt nicht mehr. So heulen kann man, wenn es dem Pferd schlecht geht. Also weinende Pferdebesitzer werden nicht gezeigt. Weinende Trainerinnen werden gezeigt. Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Ja, ich glaube, der Falco, der hat wirklich den Glücksgriff seines Lebens gemacht mit der Ruth Friewald, weil der hat jetzt ein Leben, das kann sich, glaube ich, nur jedes Pferd wünschen, was durch so eine Mache, will ich mal so sagen, gegangen ist. Und auch, was er hier bei uns alles geleistet hat, was man ja so sehen konnte in den Videos, also mit so einer Gratwendung hätte ich persönlich überhaupt gar nicht gerechnet. Auch, dass es wirklich möglich ist, dass die Frau Friewald ihn selbstständig mal richtig reiten kann, arbeiten kann, durchs Wasser gehen kann mit ihm. Ja, das sind alles so Sachen, die sind wahnsinnige Fortschritte. Da hat er richtig gut mitgearbeitet. Ich will gar nicht wissen, über wie viel Schatten der Falco springen musste, um das wirklich hier zu erreichen, was wir hier mit ihm alles veranstaltet haben. Einige Dinge wie der Regenschirm, okay, das würde wahrscheinlich noch mal so viel Zeit in Anspruch nehmen, aber alles andere, ganz ehrlich, wahnsinnig toll. Und mich freut es jetzt umso mehr, dass er eigentlich gar nichts mehr tun muss. Also er soll jetzt weder als Reitpferd dienen, noch als Therapiepferd dienen. Eigentlich ist er, wenn er jetzt ein Mensch wäre, wirklich ein Privatier. Er lebt in ein 5-Sterne-Luxushotel mit Weide, mit ordentlichem Futter. Es wurde gerade abgesprochen, was er hier bekommen hat. Und selbst bei diesen riesen Mengen an Hafer, die er hergekriegt hat, hat auch die Stallbetreiberin, die ihn jetzt auch abgeholt hat, überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt, hat gesagt, alles klar, dann werden wir das so weitermachen, wenn es ihm damit gut geht. Ja, und was ich richtig schön finde, ist, dass die Frau Friewald ihre 3 Schimmel wirklich jetzt zusammen hat. Und ich glaube, einen glücklicheren Tag gibt es für sie gar nicht. Für uns war es jetzt nicht ganz so glücklich heute, aber mit dem Wissen, dass er da wirklich gut aufgehoben ist in der neuen Anlage, fällt das Ganze natürlich jetzt nach 10 Minuten Sammeln dann doch schon einfacher. Und ja, jetzt kann ich nur sagen, ganz, ganz, ganz viel Spaß, liebe Ruth, mit deinen 3 Schimmeln. Wir sehen uns sicherlich wieder.